Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Challenge auf dem Zweisternhof gegen den Mikado Place XD. Hallo. Und mit dem Sepp als LU. Servus. Erste. So. Leider ist ja jetzt gerade ein LU nur dabei. Den hat ja irgendwie, oder eher gesagt, ein Lohnunternehmer hat irgendwie Probleme in der letzten Folge. Ja, der ist nicht mehr da. Er hat einfach mal die Segel gestrichen. Ja, der ist einfach mal gegangen. Hat da anscheinend nicht mehr so richtig Bock gerade. So, naja, ist natürlich aber ärgerlich, aber der Sepp ist noch da und wird uns hoffentlich noch ein bisschen unterstützen. Sepp ist ja wenigstens noch da und hilft uns. So, wo bleiben wir jetzt mit dem LU? Wer hat, wer kriegt, wer will? Also ich hätte jetzt, glaube ich, gerade keinen. Dann würde ich den Auftrag an Sepp erteilen. Ja, was? Moment, ich bin gerade am gucken, ob ich ein Fahrzeug mit Pflegebereifung habe. Aha. Das ist genau, was wir vorhaben. Arbeiten. Ja, das auch, aber du weißt, was ich meine, oder? Pflegebereifung habe ich noch. Habe ich nicht. Aber vielleicht geht's ja auch mit der Bereifung. Ne, vielleicht kommen sie einfach mal mit Pflegebereifung zu meinem Hof. Mit irgendeinem Traktor. Bei Feld 1 steht dann der Düngestreuer schon bereit. Mache. Danke. So, ich hoffe mal, dass der Dünger reicht, der da drin ist. Was ich total vernachlässige, ist nach meinen Schäfchen zu gucken, aber da ist alles gut. Wieso das denn? Wieso ist nicht? Das kannst du da nicht machen, einfach so die Schäfchen vernachlässigen, die Armen. Ich wusste schon von Anfang an, dass es denen nicht gut geht. Ich glaube, die sollten lieber zu mir kommen. Sie haben so lange gebraucht, bis sie Schafe hatten. Das stimmt ja gar nicht. Ich glaube. Außerdem halt, habe ich wenigstens nicht so viel Kredit aufgenommen wie die. Na, dafür verdienen die mittlerweile am meisten Geld. Das ist, verstehe. So ist es. Ich glaube halt, dass sich das hier nicht mehr lohnen würde. Was, dass sie jetzt noch weiterhin Geld machen und gegen mich gewinnen? Ja. Nee, also, dass ich. Sind die das hier, der hier steht? Wir haben jetzt noch 4 Folgen, ja? Letztes Mal war es 5 Folgen, ja, 4 Folgen. Okay. Hier, ich wollte Ihnen nur Bescheid sagen, bei Ihrem Traktor ist noch Licht an. Vielleicht sollten wir das mal ausstellen, nicht, dass später die Batterie leer wird und Sie, ja, Traktor. Ich glaube, der Traktor gehört dem LU. Wenn Sie, der Traktor gehört dem LU. Wenn Sie den meinen, der unten bei den, Dings da steht. Holz. Beim Wald, ja, der gehört mir LU. Okay. So, 21 Uhr hat man gesagt, wird gespult, ja? Kann gut sein. Kann gut sein, sagt er. Das ist ja jetzt ein bisschen ungeschickt, Herr Tigerfarm. Herr Tigerfarm? Ja. Ach so. Schön, dass Sie es doch noch einrichten konnten heute. Ja, Entschuldigung, ich konnte es nicht anders einrichten. Ja. Ich habe vergessen, dir zu sagen, dass ich ein Konzert hatte. Ein Konzert? Ja. Und mal kurz ein bisschen Real Talk, was für ein Konzert? Ich bin in der Bläserklasse. Aha. Was pustest du denn? Ich puste nicht, ich schlage. Oh nein, bitte nicht. Sie schlagen. Ja. Was schlägt man denn so? Schlagzeug. Ach, ja. Naheliegend. Sie auch? Warum? Sie auch, Mikado? Ja, natürlich. Also, als immer noch. Ich habe mal. Okay. Aber jetzt locker seit einem halben Jahr oder einem Jahr nicht mehr. Ich spiele Gitarre. Echt? Luftgitarre. So viele hier Instrumente. Ja, Luftgitarre ist gut. Über Luftgitarre komme ich nicht raus.
So, wir würden dann kurz die Aufnahme hier beenden, wenn sie durch ist. Und dann anschließend könnte der Herr Tigerform noch einsteigen. Mhm. Dann schneid das doch einfach ins andere Video rein. Inwiefern? Dass wir das, was wir jetzt gerade gemacht haben, noch in das andere Video reinschneiden, was wir jetzt aufnehmen. Und dann müssen wir ja nochmal eine Folge mehr aufnehmen. Wir könnten auch kurz einen Cut setzen. Cut. Gut, Pause. Ja, dann. So, Synchronisierung mit Tigerfarm ist abgeschlossen, auch wenn sein Mikro noch nicht synchronisiert hat. Ach, jetzt. Internet. Internet. Doch, da Internet ist schon nicht wieder still. Das Internet dran schuld. So, was gibt's gerade für Aufträge? Nur, ich glaube, das bei mir gibt's einen ganz bestimmten. Warum? Nur, dass ich schon mal vorher Bescheid weiß, oder? Nee, weshalb pausiert war. Achso. Ja, warum auch nicht? Gut, okay. Dann kannst du weitermachen. Es läuft schon weiter. Gut. Dann verkrümelt. Hast du einen Auftrag schon gegeben, Mikado? Nö. Hast du irgendwas gehört von dem Auftrag? Nee. Ein Moment. Eine Zeit. Obwohl, eine Schiffszeit haben wir jetzt auch nicht. Weil ich. Ja. Oh, sorry. Sorry. Sorry, du Mutti. Ist eigentlich Sepp noch da? Den höre ich gar nicht. Nein. Ah, okay. Tigerfarm hat gerade. Ach schon. Jetzt hat mich Tigerfarm alleine gelassen. Aber das ist gar nicht mal so schlecht. Ich werde jetzt hier nochmal. So schnell es geht, ein paar Ballen pressen und die auch noch verkaufen. Was wir nicht außer Acht verlassen dürfen, ist, wir müssen noch den Kuhstall kaufen, das Farmhaus kaufen, die Kühe kaufen und dann der Rest Geld, das Restgeld horten. Aber in erster Linie müssen wir auf jeden Fall noch das kaufen, was wir verkaufen müssen. Und das ist eben das Farmhaus und die Kühe, weil ich werde die Kühe definitiv nicht versorgen. Ich werde die einfach kaufen und somit das Ziel erledigen. Da muss ich gerade mal gucken. Kuhstall, 50 Kühe. Kostet 100.000. Kostet 100.000 die Kühe. Der Kuhstall, da müssen wir natürlich die Kühe noch kaufen. Aber das sollten wir alles hinkriegen. Ist halt jetzt am Ende nochmal Action. Das ist auch gut so. So, Ballenpresse haben wir nämlich da. Was wir brauchen ist eine ein Dings da, ein Schwader. Hallo? Hallo. Haben Sie vom LU einen Schwader frei? Ja. Moment, ist Feld 7 auch schon gedüngt oder geht es nicht? Weiß nicht. Feld 7 ist schon in der zweiten Düngephase. Ah, nee, okay, dann ist super. Dann bitte mit eigenem Schwader schwaden. Was kriegen Sie fürs Düngen? Können Sie gerne mal rücksprechen. Ja, mach ich das. Und dann Bescheid geben, dann überweise ich. Ja. Und dann eben um Feld 1 rum alle Grasflächen, die ich mähe, gerade schwaden. Ja. Danke. Passt. So. Läuft. Dann machen wir nämlich noch ein paar Ballen.
erstmal vom Finanziellen noch ein bisschen besser dastehen. Weil das Farmhaus kostet, glaube ich, 180.000, wenn ich das recht im Kopf habe. Ja, da bin ich wieder. Sie brauchen aber immer lang. Was machen Sie denn da? Kaffee trinken? Ja, ich musste noch besprechen und dann waren Sie ja mit Sepp noch hier unten. Da musste ich ja noch mal warten. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Ja. Ich glaube, ich glaube, der bringt immer Kekse mit und besticht das Salü. Ja, ich? Nee, der andere. Und der andere? Nein, natürlich sie. Ich tue vielleicht. Also, was war Ihre Frage gerade? Ich nehme nur Schokomuffin. Nicht nur Schokolade, wie Sie behauptet haben. Ja, das stimmt. Bei Ihnen geht ja nur Schokolade, ne? Sie hatten mich gerade irgendwas gefragt. Habe ich das? Was habe ich denn? Was habe ich Ihnen gesagt? Weiß ich nicht. Sie haben eine Frage gestellt. Ob ich weiß. Ich weiß ja, nicht. Ob ich weiß, wirklich angefangen? Ja. Hatte ich zumindest so verstanden. Kein Plan gerade. Na, ja, dann war es auch nicht so wichtig. So, warte mal, ich wollte mal gerade gucken. Oh ja, finanziell stehen wir gut da. In einer halben Stunde wird schon gedingst. Ja. Da gibt es ein bisschen weißes Gold. Was man aber auch noch wegbringen muss. So. Warte, mit dem Geld war das jetzt auch so. Wer mehr Geld hat, der hat auch schon mehr abgeschossen davon. Genau. Wobei das ja auch abhängig ist von den anderen Zielen. Also nicht nur das Geldziel entscheidet ja nicht nur. Die Schuldenfreiheit ist extrem wichtig. Naja, das sind aber beide, oder? Ja, ich hoffe mal. Ja, ich bin schuldenfrei. War ich ja lange Zeit. Ich kann ja gerade mal zu Ihren Hof wechseln, dann mal ein bisschen Kredit auf. War ich ja lange Zeit nicht schuldenfrei. Aber Ende gut, alles gut. Ja, leider durch die Forstarbeit haben sie ja leider. Ja. Durch die Horstarbeit. Durch die Arbeit vom so Horst. Sieht immer noch so komisch in Englisch. Da heißt Horst, heißt Radio oder Fernsehmoderator auch, ne? Ja. Aber ich merke mir das einfach immer nur durch Horst. Wirklich. Ich kenne das mittlerweile nicht mehr als was anderes. Ich kenne das nur noch als Horst. So, ich gas hier richtig an. Oh Gott, ich bin fast in den Baum gefahren. Uiuiuiui. Der arme Baum. Und hab ja auch gesagt, fast. Ja, ich sag ja auch, der arme Baum. Was, dass ich hier nicht angefahren habe? Nein. Der Baum tut mir leid, nicht Ihr Traktor. Hab auch gerade. Hä, aber wenn Sie doch sagen, der Baum tut mir leid, obwohl ich ihn überhaupt nicht angefahren habe, dann meinen Sie das doch nicht. Der hat ja einen Schock fürs Leben gekriegt. Gar nicht wahr. Arbeitet das LU eigentlich bei mir hier oben schon? Nee, es arbeitet für Sie. Er ist auf dem Weg. Für Sie hat es keinen Bock zu arbeiten. Die haben bei mir mehr verdient wie bei Ihnen. Gar nicht wahr. Wie viel Trinkgeld haben Sie denn mittlerweile schon abgegeben, hä? Warum Trinkgeld? Trinkgeld? Bestechungsgelder haben Sie. Trinkgeld? Sie haben also Bestechungsgelder gezahlt. Nein, das sind man heutzutage Trinkgeld. Früher hat man das vielleicht so genannt, ja, das kann nicht sein. Aber aha. Heutzutage nenne ich das Trinkgeld. Ach, der ist schon mit Frontlader. Och, lecco mio. Na, Italienisch können wir also auch. Pizza. Pizza, Spaghetti.
Pizza, Spaghetti. Bolognese. Napoli. Was kommt denn noch aus Italien? Ich wollte gerade Croissant sagen, aber Croissant ist ja französisch. Ja, da ist einer vom Fach. Ja, ja, wo fährt denn der jetzt schon wieder hin? Schule hatte ich mal französisch. Klopf, klopf. Ja. Wieso fahren Sie denn wieder weg, Sepp? Na, ich hab gesehen, dass das Feld 7 noch nicht gedüngt war. Nee, okay. Jetzt habe ich es nochmal gedüngt. Ist also, dann euer Schwader frei? Ja, ich hole ihn jetzt an. Achso, Sie haben jetzt Feld 7 gedüngt und ja, kommen jetzt mit dem Schwader. Okay, nee, dann passt's. Gut, danke. Und sind die anderen zwei noch beschäftigt? Sind Sie denn zufrieden mit dem Arbeitgeber? Ja. Könnten ein bisschen mehr zahlen, gell? Ja, das ist ein Fischer. So. Nee, warte mal, das ist eigentlich. Ja, doch, komm. Ja, eigentlich ist doof. Fangen Sie direkt beim Hof dann an zu schwaden, aber das wird erst sowieso morgen. Also, nächste Folge. Ja. So, holen Sie gerade den Herrn Mikado noch hoch, weil wir werden ja wieder angelangt. So, Mikado, Ende! Ende Gelände. Ende. Folgenende. Folgenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles und die Abrechnung. Exakt. Düngen für den Herrn Varuna. Ja, moin. 600 bitte. Und für den Mikado. Ja. 200 bitte. Ha! Ich hab doch vorhin gesagt, der hat den Kekse mitgebracht. Wieso? Die kennen halt nicht meine Geheimnisse. 200 Euro für eine Arbeit, das ist ja lächerlich. Genauso viel hätte ich Ihnen auch berechnet, wenn ich auch diese Arbeit ausgeführt hätte bei Ihnen. Gut, aber das war's dann von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Like, Abo, Kommentar und bis morgen. Ciao. Ciao.